Burnout ist die fehlende Passgenauigkeit, ein Leben zu leben, das unserer Identität nicht entspricht. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu meinem Webinar Burnout überwinden. Mein Name ist Hans-Peter Hepe und ich freue mich, dass Sie mir die Gelegenheit geben, einmal das Märchen vom Job bedingten Burnout aus systemischer Sicht zu enträtseln. Es ist unbestritten, dass Menschen, die sich ausgebrannt fühlen, überlastet sind. Das ist unbestritten, das möchte ich hier an dieser Stelle auch klarstellen. Doch wovon sind wir ausgebrannt, erschöpft oder wie immer wir es nennen wollen? Es gibt ja viele Formen davon. Ich möchte einfach sagen, es ist nicht das Märchen vom bösen Wolf, von dem Job, von der Arbeit, so wie es zurzeit hochsterilisiert wird. Digitale Beschleunigung, Arbeitsverdichtung und so weiter. Sondern ich möchte Ihnen heute Abend etwas ganz anderes zeigen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass wir hier ein selbstorganisierender Prozess sind. Und das heißt, wir organisieren selbst, aus systemischer Sicht unseren Burnout und womit hat es zu tun? Und ich kann es schon gleich voraussagen, es ist Burnout ist eine Identitätskrise und wir leben Beziehungen, die wir glauben, leben zu müssen, in denen wir ausbrennen und ja, austragen. Also, es ist eine Identitätskrise in Beziehungen, wo Identität und Beziehung nicht zusammenpassen. Und ich habe das schon vor vielen Jahren niedergeschrieben, dass Burnout tatsächlich eine fehlende Passgenauigkeit ist. Und heute Abend wollen wir einmal direkt dort hineinschauen. Für YouTube-Fans, die kommen zu den Unterlagen, wenn sie dorthin gehen. Sie, liebe Webinar-Teilnehmer, Sie sind schon drin und Sie können danach, oder vielleicht haben Sie es auch davor gemacht, unter dem Rubrik Dokumente ein paar Dokumente heraussuchen. Gut. So, Fragen wie immer bitte kann ich nicht im Chat beantworten, aber notieren Sie Ihre Fragen, weil ich das eine oder andere sicherlich auch wieder aufwerfen werde, so verstehe ich das einfach auch, und dass Sie nicht zögern, mich anzurufen, mir eine E-Mail zu schreiben, wie immer Sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen, damit ich zumindest Ihre Fragen beantworte. Wir wollen da ja nichts offen lassen. Nur jetzt hier permanent auf die Fragen, da komme ich einfach zu schnell aus dem Konzept. Okay, steigen wir ein. Wir haben ja gerade den Jahreswechsel gehabt und der Jahreswechsel ist ja traditionell mit guten Vorsätzen verbunden. Sie sehen hier auch eine Hitliste, ja, weniger Stress an Platz 1, gesünder ernähren und abnehmen auf Platz 2. Das sind die guten Vorsätze, mit denen wir in das neue Jahr gehen. Gleichzeitig signalisiert es ja auch, wo wir unseren Defizit haben. Ja. Und schauen Sie bitte einfach mal auf dieses Bild, was ich versucht habe zusammenzusetzen. Wir versuchen wie ein Musiker mit allen möglichen Instrumenten irgendwie diesen Esel zu bewegen. Und dass wir dann dabei ausbrennen, das kann man sicherlich relativ gut und schnell verstehen, vielleicht mit diesem einen Bild. Kommen wir nochmal zurück zu unseren guten Vorsätzen. Und die Selbsthilfeindustrie macht ja ein gutes Marketing. Also sei achtsam, entschleunige Familie und Co. Und wir haben auch noch diese Vorsätze und sie machen einfach ein gutes Marketing. Nur, wir kennen das alle und haben alle das auch schon am eigenen Leib erfahren. Da gehen die Tage dann dahin. Und schwuppdiwupp, im nächsten Augenblick sitzen wir wieder
im Hamsterrad. Und Achtung, das Tempo bestimmen wir selbst. Es sind unsere Werte. Wir versuchen geradlinig, ehrlich durchs Leben zu kommen. Wir haben Werte, die wir leben wollen. Und da sind wir auch bereit, uns einzusetzen und missachten unsere eigenen Grenzen. Und dann sind wir nicht ein Hamster im Hamsterrad, sondern leben mehr wie ein Papiertiger, weil wir uns nicht trauen, in der Identität oder in den Beziehungen etwas zu klären. Wir stecken in Identitätskonflikten fest. Wir wollen es gut machen. Wir haben große Vorstellungen, wie wir es besser machen können. Wir sind vielleicht von unseren Eltern geschlagen worden und wir sind stolz darauf, unsere Kinder nicht zu schlagen. Doch da sind wir nur in einem Kontinuum. Es ist gut für unsere Kinder. Nur es ist immer das Kontinuum des Schlagens und der Identität und der Beziehungen, die wir leben oder nicht leben. Also es geht drunter und drüber. Und das ist ja auch tatsächlich in jedem Märchen so. In jedem Märchen tauchen bedrohliche Aspekte von Chaos auf. Auflösung der Werte. Ein großes Durcheinander. Und wir versuchen alles. Und dann kommt uns das Märchen mit dem jobbedingten Burnout recht gut und die Firmen greifen das auf und machen vielerlei Angebote. Wir haben ein ganz anderes Problem. Wir erfahren dann auch, wenn wir was bewegen wollen, dann sind wir auch gleich der Verlierer. Das heißt, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Das ist wie beim Mikado. Und so geraten wir in eine Co-Abhängigkeit. Und der eine oder andere kennt diesen Begriff schon. Stellen Sie sich bitte nur vor, dass in der Familie es einen Alkoholiker gibt. Dann ist der sehr markant und alle schauen zu dem Alkoholiker. Wir sollten uns eher angewöhnen, zu den Familienmitgliedern zu gucken, denn sie sind in der Co-Abhängigkeit. Sie sind in einer Abhängigkeit zu dem Alkoholiker und sie fühlen sich beschämt oder sie versuchen etwas zu beschützen, zu erklären. Sie versuchen Kontrolle auszuüben, aber sie sind nicht mehr bei sich. Aber sie sind in einer Beziehung, die aber wieder zu ihrer Identität einfach nicht passt. Ein großes Durcheinander. Und wenn Schamgefühle dabei sind, dann können wir das noch gar nicht mal bewältigen, weil Schamgefühle, die Auflösung von Schamgefühlen, kann man nur erhoffen, nicht abarbeiten. Wenn wir Schuldgefühle haben, dann kann ich Buße tun und das, ja, damit auch etwas tun und abarbeiten. Schamgefühle kann man nicht abarbeiten. Da müssen wir irgendwann mal wach geküsst werden. Und wir wollen heute Abend versuchen, dass es dem einen oder anderen, der sich für dieses Thema interessiert, vielleicht ein kleines Schlüsselerlebnis hat, eine Möglichkeit hat, etwas erkennt. Mensch, da ist etwas. Das ist gar nicht mein Job. Das ist die Beziehung. Das ist vielleicht auch meine Identität, die zu dem, was ich lebe, gar nicht passt. So, und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal die Pinguin-Geschichte darstellen. Es ist ja ein Vogel, der nicht fliegen kann. Und wenn man die Pinguine, die entweder auf einer Eisscholle oder meistens auf einem felsigen Untergrund stehen und sie beobachtet, dann könnte man schnell den Eindruck bekommen, hey, was hat sich denn die Evolution dabei gedacht? Das sieht ja aus wie eine Fehlkonstruktion, wenn man einen Pinguin auf
dem Felsen sieht. Und er ist mit seinen Schwächen unterwegs. Und wir würden jetzt nach der ganzen Selbsthilfetheorie und nach dem, was wir alles immer wieder schön hören, Entspannung und Achtsamkeit, würden wir die Schwächen versuchen auszumerzen oder zu verbessern. Doch Schwächen zu verbessern, das kennen wir aus dem Leistungssport. Das hat man mal vor 30, 40 Jahren gemacht. Dann wird man nur mittelmäßig. Wir wollen Stärken verbessern. So, finde deine Identität, denn der Pinguin, sobald er im Wasser ist, ist er schnittiger als ein Porsche. Er verbraucht weniger Energie als ein Porsche auf 1000 Kilometern. Sie sind hervorragende Schwimmer. Sie haben fast keine natürlichen Feinde, denn einmal dort, wo sie an Land sind, haben sie keine Fressfeinde mehr. Die großen Vögel, die es vor Millionen von Jahren gab, da haben sie dann sich verkrochen und sind dann eher tendenziell als Vogel ins Wasser gegangen. Also dort haben sie ihre Identität und ich möchte sie heute Abend einfach aufrufen, finde deine Geschichte, finde deine Identität, in dem du dann auch deine Beziehung besser leben kannst. Ja, Sie sehen da schon, wir wollen hier einen Fokus richten. Und mich hat mal eine Psychiaterin in einem Vortrag so angesprochen, ein bisschen härter angesprochen. Herr Hepe, das ist ja alles schön und gut, was Sie zum Thema Ängste sagen. Nur, was machen Sie bei einem generalisierten Angststörung? Und da habe ich ihr ganz klar und deutlich gesagt, ganz bestimmt nicht generalisieren. Und das hat mich daran erinnert, wenn wir ein Burnout haben, dann ist das so generalisiert. Und jetzt ist es doch eigentlich wichtig, da einen Fokus zu bekommen. Ein Fokus und das nur auf den Job und auf die Arbeit, das glaube ich nicht. Wir müssen den Fokus auf uns richten, denn wir brennen aus, weil in uns brennt ein Feuer, das falsch gelöscht wird oder falsch gelebt wird. Finde sozusagen deine soziale Klimazone. Und auch das ist eine Anlehnung an die Natur, denn es gibt gerade im Wasser Organismen, die auf ganz bestimmten Wasserhöhen leben. Kommen sie darunter oder darüber, können sie nicht so gut leben und wir würden vielleicht ein Stück weit jetzt lächeln und sagen, naja, dann brennen die auch aus. Im Urwald, um das noch einmal ganz kurz zu sagen, gibt es bei Mammutbäumen, bei großen Bäumen, gibt es Tiere, die wir nur finden, wenn wir in die Spitze der Bäume klettern. Diese Tiere finden wir auf dem Boden nicht. Das heißt, sie haben ihre Wohlfühl-Komfortzone, das haben sie gefunden, würde ein Tier aus den Baumwipfeln herunter auf das Land treten, würde es wahrscheinlich so schnell gefressen werden, weil es dort einfach nicht klarkommt. Also finde deine soziale Klimazone. So ist das hier gemeint, in Anlehnung, wie Tiere sich in ihren optimalen Lebensumständen auch verhalten. So, und diese fehlende Passgenauigkeit, und die meisten von Ihnen wissen, dass ich eine biopsychosoziale Konzeption lebe und arbeite. Ich arbeite nach einem biologischen, psychologischen und sozialen Konzept. Und wenn ich behaupte, dass wir eine fehlende Passgenauigkeit haben in unserer Identität und in unseren Beziehungen, dann finden wir das natürlich auch in der Biologie. Und das ist sehr einfach und sehr schnell erklärt, wenn wir
in einer Klimazone leben, auf die unser Immunsystem nicht kann, kommt es eben zu einer Schrägstellung des Immunsystems durch Dysfunktionen, generelle Dysfunktion der Biochemie wie hydrosativer Stress in unserem Körper. Auch die Biologie folgt dem. Und wir können das nochmal so ein bisschen verstehen als biopsychosoziale Klimazone. Und die finde ich, wenn ich die richtige Identität in den richtigen Beziehungen lebe. Eins von beiden passt da nicht drauf. Also Topf und Deckel passen nicht zusammen. Und das liegt in uns begründet. Und so kommt es dazu, dass wir etwas leben, was ich hier mit diesem Bild, vielleicht sagt dieses Bild Ihnen mehr als tausend Worte von mir, dass Sie eine Diskrepanz einfach sehen von einem Ehepaar, das etwas leben möchte. Die Frau möchte das leben, der Mann kommt damit überhaupt gar nicht klar. Oder der Mann ist das und die Frau das. Bitte nehmen Sie einfach dieses Bild mal als Gedankenstütze, dass hier etwas nicht zusammenpasst. Wir aber da drin verharren, stehen bleiben, versuchen, das auszuhalten. Ich habe jetzt gerade ein ganz liebes Ehepaar gehabt, die 10 Jahre versucht haben, in dieser Art zusammenzuleben, und es kracht und es funktioniert einfach nicht. Und jetzt musste man natürlich dann auch die Notbremse ziehen, weil das macht einen ja kaputt. Das brennt einen aus. Werte und Identität. Also ich lasse da nicht locker. Und jetzt habe ich hier als Beispiel die Verdrängungsmechanismen einmal dargestellt. Wenn Identität und Beziehung nicht zusammenpassen, dann versuchen wir das in der Psyche zu lösen mit entsprechenden Verdrängungsmechanismen, so wie Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, das sehr schön aufgelistet hat. Und Sie sehen jetzt hier zum Beispiel eine Projektion: Ich bin nicht aggressiv, sondern ich werde bedroht. Ja, das ist eine Projektion. Ich übertrage das auf andere. Und schon versuche ich irgendwie klarzukommen. Aber diese Verdrängungsmechanismen führen ja auch dazu, dass wir erschöpft sind. Und wenn wir erschöpft sind, schreit der Körper nach Zucker. Können wir auch so nehmen. Also es ist immer ein biologisches, psychisches und soziales System. Und ich habe immer so einen Schnitt mal rein gemacht, okay, was machen wir jetzt? Und ich möchte Ihnen einfach mal darstellen, wie Burnout meiner Ansicht nach der Systemtheorie entsteht. Wir haben selbstverständlich, jeder von uns hat soziale und biologische Faktoren. Es ist ja multifaktoriell. Es ist der Lebensstil, es sind die Lebensumstände, mich können auch Bakterien kaputt machen. Also wir haben eine große Wechselbeziehung. So, bleiben wir jetzt mal in der Familie, dann entwickelt sich unsere Persönlichkeit in der Familie. Und dort kann es zu einer zunehmenden Verletzbarkeit kommen. Und ich hatte vorhin ein Gespräch mit einer ganz lieben Teilnehmerin, die mit 4 Jahren ihre wunderschönen Locken abgeschnitten bekommen hat. Und von diesem Augenblick hat sie sich als Bauerntrampel verstanden. Und das konnte 30 Jahre nicht aufgehoben werden. Sehen Sie, was ich jetzt darstellen möchte? Das ist ein Schmetterlingseffekt. Das ist ein Umbruch.
Es schaukelt sich etwas hoch. Bei ihr ist das, in meinem Beispiel ist das jetzt mit 4 Jahren gekommen. Aber stellen Sie sich vor, Jahr um Jahr kommt eine zunehmende Verletzbarkeit. Und dann kommt ein kleines Element, das das Fass zum Überlaufen bringt. Und wir nennen das einen Schmetterlingseffekt und einen Umbruch. Und in diesem Umbruch haben wir kein Problem mehr mit der Umwelt, sondern wir haben Stress mit uns selbst. Mit uns selbst, wie wir uns jetzt verstehen und nicht klarkommen in diesen Lebensumständen, die wir leben. Und ich habe Ihnen das hier einfach nochmal sehr deutlich gemacht. Es ist ein Flügelschlag, eine Kleinigkeit, die das Fass zum Überlaufen bringt. Und eine bedeutsame Empfindlichkeit, worauf jetzt sofort unsere soziale Stellung, unsere Identität abrupt verloren gegangen ist. Und unsere soziale Identität, haben Sie eine Vorstellung, wo wir die finden? Wir finden sie in der Gruppe. Wir finden sie in der Abgrenzung. Das muss man sich einmal überlegen. Unsere Identität finden wir in der Abgrenzung zu anderen. Gleichzeitig wird Bindung, Zugehörigkeit innerhalb der Gruppe gestärkt. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. So, und wenn wir so einen Flügelschlag bekommen und so einen Umbruch, dann stehen wir in einer Gruppe, wo unsere Identität nicht mehr passt, möglicherweise. Schauen Sie nochmal zu dem ersten Teil. Die zunehmende Verletzbarkeit, da können wir gut verstehen, dass wir Affektstörungen haben, gedrückte Stimmungslage, Dysthymie. Wir haben aber auch Euphorie und dann wieder Dysphorie. Mal sind unsere Vitalgefühle gestört und dann geht es wieder gut. Es ist ein ständiges Hin und Her. Das Leben selbst. Wenn wir einen Umbruch erfahren, wenn wir plötzlich Stress mit uns selbst, mit unserer Identität bekommen, dann haben wir inhaltliche Denkstörungen. Dann haben wir ein eingeengtes Denken. Ich bin eine hässliche Kröte. Sie glauben jetzt, ich saug mir das aus den Händen, aber das sind Beispiele. Wenn ich frage, wenn ich Teilnehmer frage, dann haben wir tendenziell negative Selbstbildnisse, die versucht werden, hohe Werte hochzuhalten, besonders gut zu sein, und wir brennen aus. Inhaltliche Denkstörungen. Und wenn jetzt diese Teilnehmerin mit dem Bauernmädchen, mit dem Bauerntrampel, das ist dann fast unkorrigierbar. Fühlen Sie sich da mal ein. Das ist, so hat sie sich gefühlt, so fühlt sie sich 30 Jahre. Und das ist unwiderruflich, unveränderbar, da ist sie unkorrigierbar, scheinbar. Sie hängt fest in einer subjektiven Gewissheit. Und wissen Sie was? Wenn ich als Bauerntrampel mich so fühle, dann darf ich doch keinen Erfolg haben. Entschuldigung, dann darf ich doch wirklich keinen Erfolg haben, weil sonst würde ich ja den Bauerntrampel positiv bestätigen. Und dann wundern wir uns, wenn wir so eine Identität haben, warum wir keinen Erfolg haben, warum wir keine PS auf die Straße bekommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn wir das als negatives Bild haben. Bauerntrampel, als Beispiel bitte nur. Und wir würden jetzt viel Erfolg haben, dann würde das ja überhaupt gar nicht zusammenstimmen. Das hätte ja keine Kohärenz. Ja, wir hängen in einer subjektiven Gewissheit fest und es ist der Versuch, Chaos zu ordnen. Und wir dürfen noch einmal ganz deutlich sagen,
In jedem Märchen, in jedem Lebensabschnitt tauchen bedrohliche Aspekte von Chaos auf. Sie kennen vielleicht auch die Chaostheorie schon mal davon gehört. Und jetzt muss unsere Psyche, unser Denken darauf reagieren. Und das macht es nicht immer positiv. Jetzt möchte ich Ihnen das einmal zeigen, wie wir versuchen, das Chaos zu ordnen. Und das ist der Esel Bodian. Oder schauen Sie einfach hier auf diesen Esel. Und dieser Esel, der junge Esel, bekommt zwei Programmierungen mit. Ja, wir fangen mal ganz locker an. Zwei Programmierungen. Friss immer den größten Heuhaufen oder friss den Heuhaufen, der dir am nächsten ist. Dann kommst du gut durchs Leben. Ja, und so geht der Esel durch sein Leben und sehr schnell, in sehr jungen Jahren, kommt er, Achtung, an zwei gleich große Heuhaufen, die im identischen Abstand zu ihm stehen. Das ist Chaos. Da geht gar nichts. Das ist das schwarze Loch. Da sind wir weg. Nur, die Psyche darf so etwas nicht zulassen. Sie muss schwarze Löcher stopfen können. Sonst hätten wir die Evolution nicht überlebt. Also, versetzen Sie sich nochmal in den Esel. Er kommt an zwei gleich große Heuhaufen, die im identischen Abstand zu ihm stehen. Er bekommt als allererstes eine vegetative Dystonie. Er ist erregt. Erregung. Kann er das nicht beenden, bekommt er Burnout. Er brennt aus, weil die Erregung bringt ihn zum Ausbrennen. Okay, aber so kann das natürlich nicht ausgehen, weil sonst wären wir ja schon vor Millionen von Jahren ausgebrannt und uns gäbe es ja gar nicht mehr. Also, noch einmal. Dieser Esel kommt an zwei gleich große Heuhaufen, die im identischen Abstand zu ihm stehen. Und die Psyche reagiert und sagt einfach aus dem Nichts heraus, rechts. Und der Esel geht nach rechts. Obwohl wirklich, er hätte auch nach links gehen können. Er hätte auch sonst was machen können. Verstehen Sie? Er fügt jetzt zu seiner Programmierung eine dritte eigene Selbstprogrammierung dazu. Ich gehe nach rechts. So, jetzt lebt der Esel. Achtung, jetzt wird's spannend. Jetzt lebt der Esel in einem Land, in einer Familie, wo aus religiösen Gründen, aus Gründen, egal woher sie kommen, die Heuhaufen immer auf gleich große Höhe gerichtet werden, wo die Heuhaufen immer in identischen Abständen gestellt werden. Und so passiert es, dass unser kleiner Esel immer wieder, immer öfter, immer mehr an gleich große Heuhaufen herantritt, die im identischen Abstand zu ihm stehen. Rechts, rechts, rechts. Er gewöhnt sich daran. Jetzt kommt die Gewöhnung dazu. Und er wohnt da drin. Und er verliert seine anderen Programmierungen. Sein Nervensystem baut sich auf nach rechts wie eine Autobahn. Die anderen werden Trampelpfade. Rechts, ganz einfach. Er hat eine gute Programmierung. Und schon kann ihm nichts mehr passieren. Nun wird er älter. Und er trifft eine Eselin und sie wollen eine Familie gründen und sie gehen in ihr eigenes Land. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die beiden kommen an zwei Heuhaufen, wo links klein ist und rechts, Entschuldigung, links ganz groß ist der Heuhaufen und rechts ganz klein. Achten Sie mal drauf.
Was macht jetzt der Esel? Aus Gewohnheit geht er natürlich nach rechts. Die Eselin fragt ihn und sagt, hallo, Chefchen, warum gehst du nach rechts? Wir haben doch alle gelernt, links zu gehen, also zu dem größeren Heuhaufen. Was wird der Esel machen? Ja, er wird seiner Frau erklären, warum rechts besser ist, weil der nährhafter ist. Und so geht er nach rechts und er versucht, seine Position aufrecht zu halten. Und das geht immer weiter. Und der Heuhaufen rechts wird immer kleiner. Und er wird immer mehr darauf bestehen, dass er recht hat. Und wird daran ausbrennen. Kann man das so ein Stück weit verstehen? Jo, es ist der Versuch, etwas zu leben, was man selbst nicht ist. Wir haben durch das Gewohnheitsrecht in uns plötzlich den Bezug verloren. Identität oder Beziehung passen nicht zueinander. Wir versuchen, etwas zu klären, zu leben, was überhaupt nicht mehr übereinstimmt zu den guten Anfangsprogrammierungen, nennen wir es mal so. Und jetzt? Ich möchte heute Abend ein sogenanntes Schwellenwertkonzept vertreten. Wir haben eine evolutionäre Mitgift. Und wir kommen aus einer Giftsuppe und wir haben es immerhin überlebt. Und Stress ist nicht unser Feind, sondern wir selbst sind unser eigener Feind. Und wenn wir etwas aufrechthalten, was nicht aufrechthalten zu geht, dann rutschen wir ab. Worum geht es hier bei einem Schwellenwert? Ich möchte Sie einfach jetzt in den nächsten Folien, in den nächsten Bildern mitnehmen auf eine Reise, die extrem schwierig ist. Das ist, ich versuche es trotzdem, dass wir möglicherweise vielleicht doch eine Identität ändern können und damit uns wohler fühlen in den Beziehungen. Oder dass wir etwas anderes ändern müssen. Denn wir haben aus der Giftsuppe gelernt, wir haben uns immer wieder korrigieren können, wir haben uns anpassen können und so wie uns ein Flügelschlag wehtun kann und umbrechen kann, ein Umbruch stattfinden kann, so können wir möglicherweise einen Flügelschlag benutzen, um uns nochmal einen Umbruch zu geben. Im positiven Sinne, nämlich mit dem Alten aufzuhören. Es geht darum, dass wir ein selbstbestimmtes Ich finden. Achtung, das ist nicht einfach. Da werden Sie möglicherweise wochenlang darüber hirnen, nachfühlen. Ein selbstbestimmtes Ich finden. Wir sind auf der Suche und das sind wir von Anfang an. Und überlegen Sie sich bitte, es ist nachgewiesen von der Wissenschaft, dass jedes Kind sich bis zum 6. Lebensjahr sich 3 Fragen beantwortet. Das ist, stellen Sie sich ein Mädchen oder einen Jungen vor, der irgendwie in sein Zimmer rast, die Tür zuknallt, die Bettdecke sich über den Kopf zieht und jetzt in diesem Fall 3 Fragen beantwortet. Genüge ich meiner Familie? Genüge ich meinem Vater und meiner Mutter? Erste Frage. Zweite Frage. Bin ich überhaupt willkommen? Und dritte Frage. Bin ich überhaupt satt geworden? Habe ich genügend Belohnung bekommen? Denn ich habe mich von Anfang an, seit ich auf dieser Welt bin, bemüht. Ich bemühe mich, um Belohnung zu bekommen. Ich
brauche Zugehörigkeit, ich brauche Sicherheit, ich brauche aber auch in der Gemeinschaft Autonomie. Verstehen Sie? Das alles fängt sehr früh an. Und wir sind ständig auf der Suche nach einem selbstbestimmten Ich, bis sich das langsam formt. Das kann sehr positiv ausfallen und die Beziehungen, die wir leben, sind deckungsgleich, passt genau. Und dann sehen wir ja auch diese vielen Beispiele von Menschen, die besonders stark involviert sind in Arbeit, in Job und das Burnout-Syndrom gar nicht kennen. Und dann gibt es wieder andere, die relativ ruhigen Job haben und darüber klagen, wie sie ausbrennen. Das heißt, wir können das nicht alles über einen Kamm scheren, sondern wir haben die Individualität des Menschen zu verstehen. Und was passiert, wenn wir mit dem Ich, was wir vielleicht gefunden haben, plötzlich es nicht passt und wir als Karpfen etwas tun, als ob wir ein Hai sind? Aber wir sind es gar nicht. Leben Sie das mal, versuchen Sie das mal. Oder wir werden gerade noch geschnetzelt. Oder wir sind unehrlich, obwohl wir den Wert haben, Ehrlichkeit zu leben. Also, das geht rasend schnell. Und dann kommen wir in Unternehmen, die auf Hochglanzpapier ihre Werte darstellen. Der Kunde ist König, er ist das Wichtigste, was wir haben. Dann wollen Sie mal einen Service haben, dann kriegen Sie einen richtig von Bug geschossen als Kunde. Jetzt stellen Sie sich das mal als Mitarbeiter vor. Nein, unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste, was wir haben. Das ist schnell geschrieben, aber unglaublich schwer gelebt. Und so kann es kommen, dass unser Unternehmen, in dem wir tätig sind, vielleicht wirklich da ausbrennen, weil wir in einem Unternehmen sind, die vorgeben, etwas ganz Liebes zu sein und wir mitten im Haifischbecken gelandet sind und glauben, das müssen wir jetzt durchhalten, aushalten mit unserer Identität. Ich bin ein lieber Kerl. Also schauen Sie, es geht meiner Ansicht nach bei Burnout um Passgenauigkeit. Beziehungen in Arbeit, in der Familie, in der Partnerschaft, in der Schule und so müssen passen. Wenn es nicht passt, bekommt sogar ein Schulkind, ein Jugendlicher, ein Student Burnout. Das hat nichts mit dem Job zu tun, sondern ich möchte Ihnen einfach heute Abend die Idee vermitteln, dass es etwas mit uns zu tun hat, mit unserer Identität. So, und jetzt geht es nicht darum, Schuldzuweisung, was wir natürlich gerne machen, ja, Burnout, Schuld, ja, da, meine Firma, meine Arbeit, die digitale Schnelligkeit, man hat zu nichts mehr Zeit, der Arbeitsdruck ist enorm. Das können wir uns alles noch mal ein paar Mal anhören. Nur so kommen Sie nicht frei. Meine Aufgabe ist in den Gesprächen, in denen ich das seit 25 Jahren mache, geht es nicht um Schuldzuweisung. Da versacken wir nur noch tiefer im Schlamm, sondern Verantwortung zu übernehmen. Und wenn Sie sich das Wort Verantwortung einmal anschauen, dann sehen Sie, dass in dem Wort Verantwortung ein ganz besonderes Wort steckt. Antwort. Wir haben eine Antwort zu geben. Eine Antwort auf unsere Beziehung, auf unsere Werte, auf unsere Identität. Und nervtötende Langzeitbelastungen auflösen. Nervtötende, verbrennende Langzeitbelastungen. Identität und Beziehung, eine gefühlte Gerechtigkeit. Etwas, wenn meine Teilnehmerin eine Identität von Bauerntrampel,
Aber sie hat eine große ästhetische Eigenschaft. Sie bringt etwas Besonderes mit. Ist es dann nicht richtig, dass sie vielleicht tatsächlich über Wochen versuchen sollte, den Stadtmenschen, den ästhetischen Menschen zu leben, eine neue Identität? Wütend über das Bauerntrampel, wütend, dass die Haare ihr gekürzt worden sind und all diese Erlebnisse, die geschildert worden sind, das bringt es nicht. Wir haben zu antworten, wir haben eine Antwort zu geben. Und ich habe Ihnen nochmal, weil das ist sehr schwierig. Sie können hier jetzt nicht das einfach, ja, lass uns mal darüber reden oder so. Es geht darum, dass wir da drin etwas erkennen können. Und ich habe Ihnen noch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus der Raupe, die sich einspinnt in einen Kokon und heraus kommt ein Schmetterling. Jetzt haben wir es einer Biologin zu verdanken, dass dieses Geheimnisvolle tatsächlich heute erklärbar ist. Was passiert eigentlich in dem Kokon? Und Sie müssen sich doch einfach auch mal, mir wurde das auch erst selbst klar, da sind die Zellen, wir brechen das alles mal auf die Zelle runter, da sind die Zellen. Und die Zellen haben die ganzen genetischen Informationen einer Raupe. Alles arbeitet auf den Mikroorganismus, auf den Organismus Raupe. Dann fängt die Raupe an, sich einzuspinnen. Und jetzt hat diese Biologin nachgewiesen, dass ein unglaublicher Kampf zwischen den Zellen stattfindet. Da gibt es sogenannte Imagozellen, also Vorstellung, Zellen, die eine Vorstellung haben von einem Schmetterling. Und seien Sie sicher, die ersten Zellen werden rabiat von dem Immunsystem der Raupe getötet, weil das ist ein Fremdmechanismus, das ist ein etwas Fremdes, das wird sofort getötet. Und doch können diese Zellen, diese ganz besonderen Zellen, die eine Vorstellung haben von einem ganz anderen Tier, sich über Netzwerke verbinden und in binnen kurzer Zeit, in die Zeit der Raupe, des Kokons, die anderen töten, das ist nun mal so. Eine Identität tötet die andere Identität und sich als Schmetterling entpuppen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einmal diesen Transformation, die dort stattfindet, das ist ich sag mal, ein Weltwunder, dass ein Immunsystem gegen das andere Immunsystem kämpft, von dem es eine Vorstellung gibt, aber vielleicht noch nicht den ganzen Schmetterling, bis es geschafft ist. Und so haben sie sich auch die unterschiedlichen Identitäten vorzustellen. Es ist der Kampf zwischen den Identitäten, bis die eine Identität Oberhand gewinnt und eine neue Identität geschaffen ist. Das können wir mit Imagination, und Sie haben selbst gelesen, die heißen sogar Imagozellen. Wir können Kraft unserer Gedanken, Kraft unserer inneren Bilder uns etwas vorstellen, was uns über die Gewohnheit nach rechts, wie Esel Bodian, geht, das vielleicht tatsächlich mit einem neuen Bild überwinden. Wer mit sich im Reinen ist, wer für sich ein Bild gefunden hat, der stärkt seine Gesundheit. Das ist auch
zutiefst nachgewiesen. Wir fördern unsere Gesundheit, wenn wir ein klares, gesundes, positives Selbstbildnis, Selbstverständnis von uns haben. Und ein Selbstverständnis von uns bedeutet Passgenauigkeit. Meine Identität und meine Beziehung passen zueinander. Und wie ich dorthin komme, müssen sicherlich einige Kämpfe durchgeführt werden. Und so wie der Punk, bitte nehmen Sie es einfach als Beispiel, auf seine Lebensumstände, die er als Kind erfahren hat, mit allen Grausamkeiten, darauf reagiert und sich wirklich eine Identität hat, denn der hat kein Identitätsproblem. Der Burnout hat, hat ungelöste Beziehungen und eine Identitätskrise. Er versucht mit aller Kraft etwas zu halten, etwas zu sein, was er gar nicht ist oder was hier nicht zusammenpasst und immer wieder aneinander vorbeirauscht. Man hat eine Vorstellung, man hat Beziehung und zack, es läuft aneinander vorbei. Sie merken, das ist nicht einfach zu schaffen. Doch wir haben, bitte auch, wir kommen aus unserer Kindheit und einige haben vielleicht schon mehrere Webinare von mir gesehen oder mich persönlich kennengelernt. Wir wissen, dass wir nicht mit einer Persönlichkeit geboren werden. Unsere Persönlichkeit, Personare, ist ein Gebilde, ist ein etwas, was wir aus unserem Familienleben herauskristallisiert hat. Verhalten, das sich aus einer Abgrenzung resultiert. Abgrenzung, das ist meine Familie, das ist die Außenwelt. Sobald ich mich abgrenze, finde ich eine Identität, finde ich eine Zugehörigkeit, ich habe eine Gruppe. Ja. Wenn wir uns aber anpassen, wenn wir uns in Co-Abhängigkeit bringen, wenn wir uns mit dem Einverstanden erklären, dass wir als Clown bezeichnet werden in unserer frühen Kindheit oder als das goldene Kind oder wir das schwarze Schaf sind und damit rumlaufen, dann müssen wir Unglück produzieren, weil das schwarze Schaf hat Unglück. Wir sind ein selbstorganisierender Prozess. Das wäre ja schräg, wenn wir als schwarze Schaf Riesenerfolg hätten. Sicherlich verlockend. Der eine oder andere hat es vielleicht auch geschafft. Nur die breite Masse. Ich möchte hier natürlich etwas darstellen, was in der Generalität nicht die Ausnahmen, sondern die Generalität. Wenn wir angepasst sind an die Rollen, die uns gegeben wurden, die uns aufgedrängt worden sind, dann bekommen wir Schuld und Schamgefühl, Hoffnungslosigkeit, Chaos. Also letztendlich, ein Nein aus der Abgrenzung ist besser als ein Ja, als gute Miene zum bösen Spiel, nur um zu gefallen und Schwierigkeiten zu vermeiden. Und wenn wir dann ein Ja-Sager sind, in diesem Fall, dann trennen wir aus, weil es stimmt nicht mit uns überein. Ja, und ich musste einfach noch mal kurzerhand dieses Bild aufnehmen. Und ja, passt schon. Oder uns kann keiner was. Da ist ein Zusammenhalt, da ist ein Verständnis, das ist ein Lebensgefühl. Und schon gehören wir zu einer Gruppe, die uns stärkt, die uns klar macht. Also ich hoffe, man kann dieses Bild in diesem Zusammenhang verstehen. Oder dieses Bild, ein selbstbestimmtes Ich, dem kein Härchen gekrümmt werden. Wir brauchen ein positives Selbstwertgefühl. Wie Phönix aus der Asche. Also letztendlich laufen wir mit der Asche rum, Asche, Asche über uns, unser Haupt,
Und dann bekommen wir Burnout. Für uns ist die Aufgabe, aus dem Burnout herauszutreten, das schaffen wir nur, wenn wir eine neue Identität finden, wenn wir neue Beziehungen leben. Und uns nicht Ziele und Wünsche einreden. Nein, ich bin toll, super, passt alles, weil es macht uns verwundbar. Und die Enttäuschung sammeln sich mehr und mehr an. Nochmal eine Idee, wie man eine Identität findet. Da gibt es ja Kletterer, die Huberbuben. Denken Sie einfach nur, die verstehen sich wie der Berg. Entschuldigung, das ist nicht Huber, das bin ich. Und ich habe eine persönliche Überschrift. Ich bin allein mit mir. Ich mache so mein Ding. Und ich habe eine Liebe zu dem Berg. Und wenn Sie eine Überschrift über diesen Berg geben müssten, dann könnten Sie genauso formulieren, der steht allein mit sich. Er ist allein mit sich. Er überdauert Millionen von Jahren. Bei mir ist das natürlich nur ein paar Jahre. Aber wir haben etwas, eine imaginierte Identität. Ich bin wie ein Fels in der Brandung. Ich bin wie ein Berg. Und da kann man drauf rumklettern, aber es tut mir nichts. Eine Idee für eine Identität. Eine Teilnehmerin sagte sehr schön, und das konnte man richtig hineinfühlen, dass sie sich in einem riesigen Meer befindet und immer wieder, jeden Tag, jede Stunde brechen die Wellen über sie herein. Sie hat also genügend zu tun und sie ist geradezu am Ausbrennen, weil sie von einer Welle, von der anderen Welle überrollt wird. Bis sie plötzlich ein Verständnis hat und verstehen Sie, was ich meine, was hier zum Vorschein kommt, bis sie mich anguckt und sagt, ich bin die Welle. Ich bin die Welle. Das können wir vielleicht alle gar nicht nachfühlen. Diese Frau hat ein tiefes Verständnis gefunden zu sich selbst. Zu sich selbst. Dass sie in einem großen Meer ist, dass sie teilnimmt an dieser Gruppe und sie eine Welle ist. Ich versuche es auch noch mal mit so einem Bild. Ich lasse da nicht locker. Vielleicht ist das eine oder andere Bild für Sie ganz ansprechend. Vielleicht sagen Sie auch heute Abend, na, also das ist ja völlig daneben gelaufen. Für mich ist es genau diese Welt, die ich in 25 Jahren Systemtherapie sehen durfte. Und da sind wir paralysiert. Da leben wir eine Beziehung im Job, in der Partnerschaft. Wir leben ein Rollenverständnis, was überhaupt nicht mehr passt. Und das, jetzt erwarten Sie natürlich das nächste Bild von Mowgli, klar. Und das haben wir auch. Und achten Sie nochmal darauf, von ganzem Herzen. Verantwortung übernehmen. Und wir brauchen ein neues Narrativ. Nicht die Geschichte macht uns, sondern wir machen andauernd eine Geschichte. Und Narrativ heißt erzählende Geschichte. Wir erzählen etwas. Wir sitzen sozusagen am Lagerfeuer und erzählen. Wir erzählen von unserem Urlaub. Wir erzählen von unserer Kindheit. Wir erzählen von all den schrecklichen Erlebnissen und bilden damit sozusagen eine Identität ab, die heute in unseren Beziehungen gar nicht passt. Ein neues Narrativ.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und das gilt auch ganz besonders von den Kindern zu den Eltern. Entschuldigung, da können Sie dann nochmal mein Webinar sehen, sich anschauen. Vater und Mutter ehren? Fragezeichen. Und ich habe da eine ganz klare Auffassung. Die Kinder sind ein Segen für die Eltern, wenn die Eltern ein Segen für die Kinder sind. Und wenn wir nicht gefühlt als Kind nicht wahrgenommen werden oder eine Rollenzuschreibung bekommen, ungeachtet dessen, was wir fühlen, dann geht es uns im Erwachsenendasein recht schlecht. Ja, und das ist wirklich eine große Aufgabe und da kann ich dem einen oder anderen wirklich nur ans Herz legen, gehen Sie nicht unbedingt gleich in eine Klinik und entspannen Sie, das ist eine schöne Industrie, aber klären Sie etwas mit sich. Bringen Sie so viel Neues, so viel Unerwartetes, so viel Öffnendes und so viel Verstörendes ein, damit Sie heilsam destruiert werden. Denn in jedes Gespräch, in jedem Ihre Struktur, Ihre Identität ist fest. Und wir haben diese Identität zu destruieren. Das kann man auch einen Ansatz finden. Ich habe es auch schon häufiger geschafft mit Telefon und Skype. Auch das ist möglich. Packen Sie es an. Unterlagen finden Sie hier. Und ich hoffe, dass ich ein Stück weit in dieser Thematik, die so groß ist, ein Stück weit verstanden worden bin heute Abend. Es geht um Selbstfürsorge, um Selbstwert, um Selbstverständnis. Und wenn wir das nicht haben, dann brennen wir aus. Ich bedanke mich ganz herzlich. Nehmen Sie auf jeden Fall die Folien nochmal herunter bei den Dokumenten. Drucken Sie sich das aus. Es sind viele Seiten, aber gehen Sie nochmal über die Folien. Führen Sie sich das nochmal zu und schauen, ob Sie die Münze wenden können. Gut, danke, vielen Dank und ich freue mich wie immer über eine positive Bewertung. Ich hoffe, dass ich sie auch diesmal bekomme. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend und man sieht und hört sich. Tschüss!